Hallo YouTube, was geht? Grüße von der Schönen und dem Nerd. Heute mit einem wundervollen Film und Filmen. Zwei haben wir geguckt. Und zwar, oh mein Gott, YouTube, Chat, Hörer, ich habe meinen Podcast-Partner geschrumpft. Guckt, er ist jetzt klein. Seht ihr das? Hallo! Ich bin jetzt klein, deswegen habe ich eine ganz hohe Stimme. Ich kann das nicht den ganzen Podcast durchziehen. Oh, schade, du Spielverderber. Nein, es geht natürlich um welche Filme, lieber Nari? Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Und Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby. So. Einer dieser Filme ist gut, der andere ist Müll. Welcher von den beiden was ist, werden wir euch heute in diesem Podcast auf jeden Fall mitteilen. Aber seid auf jeden Fall schon mal gespannt, denn das nicht ohne. Da muss jemand ganz viel Drogenintus gehabt haben, um sich sowas auszudenken, bin ich ja ehrlich. Yeah, weil yeah, let's go. Das bleibt ja nicht so wie es hier ist mit den Kindeswitzen, aber auch dir verstanden. Das bleibt ja alles so. Wir werden auch darauf eingehen, dass so einige Sachen da gar nicht stimmen können. Die können einfach nicht stimmen, okay? Rein von der Biologie nicht. Das ist nicht möglich. Zum Beispiel, dass Menschen geschrumpft werden. So. Geht in Wirklichkeit gar nicht. Nee, genau. Das ist schwierig. Kann ich mich gar nicht mit drauf einlassen. Da wollte ich schon intuitiv direkt eine Autobiografie mir angucken. Und einen Naturfilm, die auf Wahrheiten beruhen. Eine Autobiografie? Ja, weil sie auf Wahrheiten beruhen und uns nicht anlügen. Also du meinst eine Dokumentation? Nein, es gibt doch von Biografien von irgendwelchen Leuten. Ja, schon. Aber okay, ja, gut. Aber die sind ja, du hast den Gag nicht verstanden, Nadine. Ich habe den Gag verstanden, aber ich weiß nicht, ob Autobiografie das richtige doch, Ding doch, Zusammenhang doch. Ist. Irgendwie. Naja. So. Nerdy, wie fandest du den? Warum geht mein Kamerabild in Discord eigentlich? Was soll denn das? Ich weiß es nicht. Und er ist weg. Jetzt ist flüssig. Halbwegs. Ja. Einfach nicken. Ja, genau. Nerdy, komm, okay. Erzähl, worum geht's bei Liebling, ich habe unsere Kinder geschrumpft? Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ein Film aus dem Jahr 1989 mit Rick Moranis in der Hauptrolle, den wir alle kennen aus Ghostbusters und aus Space Frog. Space Frog. Spaceballs. und es geht um eine Familie, die Familie Selinski. Rick Moranis spielt den Vater, der ein, kann man schon sagen, genialer Wissenschaftler ist, denn er hat es geschafft, eine Familie zu was ist denn heute los? Eine Maschine hast zu hast du vielleicht auch deine Tage? Wir wissen es nicht. Weiß ich nicht. Sind wir etwa Blutschwestern? Nein, ich muss es wissen. Also, er hat eine Maschine konstruiert, die, mit der man Objekte, aber auch Lebewesen schrumpfen kann. Und er denkt am Anfang, also sie scheint nicht zu funktionieren. Und dann kommt es zu einem kleinen Malheur, dass ein Baseball auf den Dachboden der Familie Selinski. Und so kam er zu Spaceballs. So kam er zu Spaceballs, genau. Dieser Baseball landet dort. Und die Kids gehen dann hoch und wollen diesen Baseball holen. Die Kids von den Selinskis, aber auch von den Nachbarn, weil der Nachbarsjunge hat diesen Baseball da oben reingeschlagen. Und, springt aber diese Maschine an, also der Baseball löst die Maschine aus und dann werden die vier Kids geschrumpft. Und keiner weiß was davon. Ich bin deines Vaters Bruders ehemaliger Zimmergenosse. Beste. Ja, erzähl weiter. Ja. Und und dann müssen die vier halt sich dann für den Großteil des Films durch den Garten der Familie Selinski kämpfen. Mhm. Als ganz, ganz kleine Menschen. Also wirklich noch kleiner als eine Ameise. Deutlich kleiner als eine Ameise. Ja. Und
Ja, und die Eltern finden das dann aber auch irgendwann heraus, dass die geschrumpft sind und suchen sie dann die ganze Zeit. Aber tatsächlich dreht sich dieser erste Film sehr, sehr stark um die Kinder. Ja. Und das ist tatsächlich was, was so ein bisschen gegen meine Erwartungen lief, weil ich dachte, der Film fokussiert sich auf den Vater, auf Rick Moranis. Aber das tut er gar nicht. Nö. Der spielt ja gar nicht so wirklich die Hauptrolle. Und fand ich jetzt aber gar nicht so verkehrt, so schlimm, weil das Interessante ist natürlich letztendlich, wie sich die Kids so auf weiß ich nicht, Blattlausgröße oder so geschrumpft, wie die sich da durch diesen Garten kämpfen. Und das ist tatsächlich ein sehr unterhaltsamer, sehr cool für die damalige Zeit gemachter Film, der mir echt, also die 90 Minuten, die gingen echt gut rum. Ja, finde ich auch. Also vor allen Dingen, da gab es ja halt auch immer sehr viel Drama so ein bisschen. Also es war halt immer so, die Kinder mögen sich gegenseitig nicht. Also die jüngste von den Nachbarskindern ist super nervig. Dann der älteste von den Nachbarskindern, der auch geschrumpft wurde, mit dem jüngeren halt, die hatten sich ständig in der Wolle. Und der ist aber in die älteste von den anderen, von der anderen Familie verknallt und. Also da gab es halt super viel, was halt so irgendwie los war, auch zwischen den Eltern. Das war super interessant. Mhm. Also das konnte man gut gucken. Also wir haben halt auch wirklich, wir haben hier zwei doch auch eben sehr, sehr unterschiedliche Familien. Also wir haben auf der einen Seite eben die Familie Selinski, wo man merkt, es gibt so ein bisschen Stress zwischen Vater und Mutter. Also die Mutter ist irgendwie kurz zuvor, hat das Haus verlassen. Weil es wohl irgendwie einen Streit gab und sie dann irgendwo... Zu ihrer Mom. War sie nicht auch beruflich irgendwie unterwegs? Nee, sie war, glaube ich, bei ihrer Mom. War sie bei ihrer Mom? Genau. Und der Vater ist halt eben, ist halt wirklich dieser bisschen vielleicht auch zerstreute Professor, so zerstreute Wissenschaftler. Also ganz ehrlich, das hatte mir so ein bisschen den Vibe von Flubber gegeben am Anfang. Flubber? Ja, so ein bisschen. Also vielleicht jetzt nicht, also Wayne Stalinski ist jetzt nicht ganz so zerstreut wie Robin Williams in Flubber, aber doch, er ist schon wirklich sehr darauf fixiert, auf seine Arbeit und so. Und dann hast du halt die Kids, der Sohn, der total fasziniert ist von dem, was der Vater macht, der selber auch irgendwie Sachen bastelt. Und dann hast du die Tochter, die ist halt... Eine ganz normale Teenagerin. Ist halt ganz normale Teenagerin, genau. Und dann auf der anderen Seite hast du die Familie Thompson. Aber was, warte, ganz kurz. Die im Zeugenschutzprogramm sind? Warte, ganz kurz. Ich finde aber, man sah halt in der Familie, dass sowohl die Tochter, die so eine ganz normale Tochter halt ist, ne? Und auch der Junge, so die ganze Familie hat sich damit arrangiert, dass sie halt in ihrer Wohnung ganz viele Erfindungen haben, die ihnen das Leben erleichtern sollen, so von dem Vater. So, wie zum Beispiel halt so das Wecker-Modul, was halt dann so Breakfast halt dem Vater quasi signalisiert oder irgendwie das Toastmachgerät und so weiter und so fort. Also so eine Hightech-Family so, weil er halt alles Hightech-mäßig macht. Das fand ich halt voll cool, weil die haben sich alle damit arrangiert. Die fanden das halt jetzt nicht irgendwie doof oder so, die fanden das beide eigentlich ganz cool. So, das wollte ich einfach nochmal ganz kurz. Ja, und dann gibt's genau die Thompsons. Die Thompsons, genau. Die sind wirklich ganz, ganz anders. Der Vater ist halt total Camping begeistert so. Und die wollen auch eigentlich zu einem Camping-Ausflug übers Wochenende. Wozu es dann halt nicht kommt, weil halt auf einmal die beiden Söhne weg sind, weil halt sie geschrumpft wurden. Und der Vater ist halt, er ist schwierig. Es ist also, oh, Dad, sorry, die möchte man sorry nicht to haben. Say, aber so, der hat für mich so Hinterwäldler-Vibes. So. Der ist für mich so ein bisschen so, wie als wäre er ein Hinterwäldler, so ein bisschen so. Er ist halt auch so der Vater, der halt irgendwie möchte, dass die Söhne halt quasi in seine Fußstapfen treten. Ja, so er war in der Footballmannschaft oder war es Baseball? Baseball. Bei dem älteren Sohn? Baseball. War es auch Baseball? Ja. Er war in der Baseballmannschaft so und der ältere Sohn ist irgendwie, sollte auch in die Baseballmannschaft und hat das dann aber abgelehnt sagt dann aber zuerst so, dass er halt einfach nicht genommen wurde und dass es gar nicht seine Entscheidung war und
Der Vater sagt, jetzt reiß dich zusammen, komm schon, so, das wird schon noch, du kommst schon noch in die Mannschaft. Und der Sohn will halt überhaupt gar nicht. Und dann gibt's da halt ein bisschen Zoff. So, und die Mutter ist halt so die eine liebe Mom, die sie aber nicht durchsetzen kann einfach. Ja. Und die auch, by the way, viel, viel schlauer ist als er. Ja, auf jeden Fall. Das ist voll krass. Also er ist wirklich nicht der Hellste. Nee, Mann. Aber so sie supportet ihn und macht halt so quasi, nimmt halt so all die Entscheidungen mit, die er halt irgendwie sagt, aber irgendwie ist er halt auch nicht der absolut Hellste. Ja, aber man muss sagen, er macht eine kleine Entwicklung durch. Das ist richtig. Also am Ende des Films, wer diesen Podcast, es ist jetzt mittlerweile die, ich glaube, 77. Folge oder so, also Leute, ne, ihr wisst, wir spoilern hier. Ja. Am Ende des Films geht er ja ein riesiges Wagnis rein, weil dann haben sie, wie gesagt, sie haben dann alle rausgefunden, die Kinder wurden geschrumpft und sie müssen sie wieder groß werden lassen, aber klappt das denn mit der Maschine überhaupt? Funktioniert die überhaupt noch, weil da nämlich auch irgendwas kaputt ging? Und dann sagt er, okay, schrumpf mich. Hm. Ich stell mich jetzt hier zur Verfügung. So, wenn was schief geht, naja, dann ist es halt so. So, dann habe ich mich halt geopfert. Und das ist halt schon echt, also er hat auf jeden Fall so eine Art Erweckung, sag ich es jetzt mal. Naja, also diese, also halt stopp, also die Erweckung kam ja nicht von sich selber so, sondern war halt die Frau, hat ihm halt mal gesagt, so jetzt, du bist keine Hilfe, halt doch mal deinen Rand. Ja. So. Ja. Und ich glaube, das musste er halt auch einmal hören, so okay, ich bin jetzt gerade nicht eine Hilfe, weil ich hier die ganze Zeit irgendwie, also ganz ehrlich, er wäre so ein perfekter Schwurbler. Sorry to say that. Aber Trump-Wähler. Ja, schon. Oder halt hier in Deutschland ein AfD-Wähler. So original so. Das ist einfach wirklich, man denkt sich so, Digi, halt doch jetzt einfach deinen Rand, du hast doch keine Ahnung von der Materie, aber du willst deinen Senf noch dazugeben. So, und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und als seine Frau ihm halt gesagt hat, so, ey, es geht hier um unsere Kinder und du hilfst halt gerade gar nicht, du bist eigentlich eher ein Klotz am Bein, da ist ihm das halt erst aufgefallen. Ja. Ja. Genau, also wir haben diese zwei sehr, 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 sehr unterschiedlichen Familien, die jetzt halt gemeinsam in das gleiche Problem haben. Und dann ist das halt, es ist ein Abenteuerfilm. Mhm. Es ist ein Abenteuerfilm, eine Science-Fiction-Komödie, wobei ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, so der Humor hat jetzt für mich nicht so richtig gezündet. Da war Humor? Also es war, ja, naja, also so ein bisschen ansatzweise halt so. Es sieht natürlich schon ein bisschen ulkig aus, wenn die Selinskis, also die Eltern, wenn die da in dieser Konstruktion hängen, über dem Rasen und dann da quasi so drüber schweben, in Anführungsstrichen, und versuchen, ihre Kinder zu finden. Sieht halt schon irgendwie ulkig aus, aber Das hat bei mir so gar nicht gefruchtet, ne? Das war so für mich so, ja, okay, klar, voll logisch, aber es war halt nicht so, wie witzig ist das denn, oh mein Gott! Ja, lol. Nee, also ich fand den auch jetzt nicht wirklich, wirklich lustig. Es ist, stell dich mal einen Nerdy vor, der so groß ist. Auf meinem Kopf. Ich glaube, das wäre sehr lustig. Und dann so mit so einem ganz kleinen Mikrofon. So ganz klein. Die Schöne und der Kleine. Stell dir mal eine ganz kleine Katja vor. Ach nee, braucht er ja gar nicht. Nicht liegen lassen. Sorry. Boah, wieso gehen heute alle auf mich drauf, Alter? Was ist denn mit euch? Ich will dich nicht hoffen, dann bist du ja platt. Das wollen wir nicht. Du bist der Zweite schon, der heute so... Also, ja, okay, es war halt eine Vorlage. Ich weiß. Es war schon eine... Ja, also heute habe ich halt auch jemanden, der sich selber als Gollum betitelt, habe ich einen Creator geschrieben, so, wann kommt ein Gollum-Video? Und dann meint er halt so, ja, wenn du mal mit mir zusammen ein Video drehst, ich so... Digga, was ist denn heute los? Ihr geht schön auf die blutet, ne? Ja, genau. Ihr Männer, die keine Ahnung haben, wie es ist. Ne? Genau. So.
Aha, weiß ich Bescheid. Charakterzug ist gemerkt. Ist gemerkt. Nur weil ich jetzt kriminell und tätowiert bin, ja? Aha. Verstehe. Ja. Verstehe. Ja, nee, aber so, das hat gar nicht gezündet so. Das hat bei mir, also der Humor hat gar nicht gezündet. Noch viel schlimmer fand ich dann halt eben den zweiten Teil. Aber wenn wir über den Da kommen wir später noch zu. Aber also, nee, was ich sagen wollte, wie gesagt, für mich ist jetzt Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, auch kein wahnsinnig lustiger Film. Und ich finde, den als Komödie zu bezeichnen, zumindest aus heutiger Sicht, klappt das auch nicht mehr so ganz. Man merkt aber zumindest, es ist ein Film für die ganze Familie. Es ist ein Film, der jetzt nicht irgendwie versucht, auf Teufel komm raus, super ernst zu sein. Der ist schon leichtfüßig. Aber er hat ja jetzt eben keine großen Schenkelklopfer, wo man da sitzt und denkt so, wie lustig, bitte noch mehr davon. Nee, gar nicht. Das ist halt jetzt nicht der Fall. Aber ich finde, wie gesagt, er ist kurzweilig und vor allem können wir bitte darüber reden, wie viel Aufwand, wie viel Liebe in die Inszenierung, in die ganzen Sets gefallen ist. Ja, es ist alles, Bühnenmaterial. Also da wurde halt alles quasi nachgebaut, so diese Strohhalme, wo sie draufklettern und so weiter. Das ist nicht alles CGI, es ist noch alles gebaut worden. Und weißt du, wo es halt heutzutage sowas nur noch gibt? Bei Disney? Nein, am Theater. So, ja. Beim Ballett, bei Theater und so weiter. So, wo es das nicht gibt. Weißt du noch, wo das heutzutage noch gibt beim Theater? Alle anderen gibt's, da ist ja bei CGI. Es wird ja halt gar nicht mehr gemacht, sondern es wird halt alles nur noch mit CGI gemacht, sondern das, was halt noch, das hat mich so richtig an meine damalige Zeit am Theater erinnert, auf der großen Bühne, beim Ballett, weil da wurde das auch alles halt ganz lange und wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail gebaut, gemacht, getan, Bühnenarbeiter und so weiter, die das halt alles bemalt haben so. Und das war voll schön zu sehen. Das war richtig schön zu sehen, wie sie das auch versucht haben, so gut es geht, umzusetzen. Auch beispielsweise diese Attacke mit dem Wasser, wo die Rasensprenger halt ging. Und dann halt sie versucht haben, Wasser halt so darzustellen, wie als würden kleine Wesen Wasser wahrnehmen. Also gar nicht so nass, sondern so eher schleimig, weil es halt sehr groß und materiell halt anders halt dargestellt wurde, damit wir verstehen, oh, es ist eine Gefahr. Und es ist halt, es ist halt schon sehr cool und man sieht die Mühe. Man sieht einfach krass die Mühe. Ja. Ja, also ich meine, klar, wie gesagt, der Film ist von 1989. Damals hatte man jetzt noch nicht die technischen Möglichkeiten, das alles irgendwie mit CGI umzusetzen. Da war das noch in den Kinderschuhen. Aber ich mag das viel mehr, ne? Ja, es ist, das sieht halt immer noch gut aus. Vor allem immer noch gut aus. Das würde auch heutzutage gut aussehen, wenn man das halt vernünftig machen würde. Aber auf jeden Fall. Es ist halt viel zu teuer geworden, ne? Da weiß ich nicht. Weil überleg mal, wie teuer so ein Marvel-Film ist. Ja, aber guck mal, du musst doch 300 Millionen. Ja, aber du musst halt überlegen, du hast halt entweder etwas, was du gebaut hast, was danach nie wieder benutzt wird, weil der Film ist abgedreht, Punkt. Wenn es halt nur einen gibt, dann ist es halt verschwendet, das wurde gemacht und fertig. Wenn du Glück hast, findest du noch einen Film, der halt in ähnlichen Sparte ist und halt auch nochmal einen großen Baum braucht. Aber das war's, so. Und wenn überhaupt ein Teil 2 kommen sollte und die das nochmal machen, die Requisiten. Aber so sonst so ist es halt unbrauchbar. Das ist doch kacke. Und deswegen haben Aber den CGI-Effekt benutzt du ja auch nicht nochmal. Nein, aber das ist halt nichts, was du halt anfassen kannst, was du dann wegschmeißt richtig in eine Tonne. Ja, gut, es ist nichts, was entweder entsorgt werden müsste oder was irgendwie Platz benötigen würde, wo man es lagert. Genau. So. Ja, ja, okay, das ist ein Punkt. Aber ich weiß nicht. Und ich meine, die Entsorgung ist dann teuer. Die Entsorgung von dem Bums ist teuer. Also ich glaube, es ist weniger eine Frage des Geldes. Ich glaube, es ist eher eine Frage des Aufwands. Weil die ganzen CGI-Kram, das gibst du raus an irgendwelche CGI-Firmen.
An jedem dieser großen Blockbuster arbeiten zigtausend CGI-Firmen, die das irgendwie machen. Aber wenn du halt wirklich Sets bauen musst, dann musst du die ja selbst vorher bei dir vor Ort im Studio, musst du die ja bauen. Und das kostet Zeit, so, bevor du da mal drehen kannst. Ich glaube, das ist eher der Grund dafür, warum man das heutzutage nicht mehr macht. Ja, weil es schnell, ist so schnell, schnell, ne? Es ist, ja, es ist so schade, weil so dieser ganze CGI-Kram, der kann gut aussehen. Ich meine, Avatar damals ist ja auch alles CGI, so, da wurden ja auch keine Sets gebaut, aber es sah fantastisch aus. Problem ist, bei vielen Filmen, wenn du dir die heutigen Marvel-Filme anguckst, das CGI teilweise ist grauenvoll. Und wir reden von Disney-Produktionen. Und das hier ist liebevoll, es ist charmant, es hat einen richtig tollen Vibe dadurch. Und wie gesagt, es sieht immer noch. Wir haben eine, weiß ich nicht, wie genau sie es gemacht haben, eine Ameise, die sie dann eine Zeit lang durch den Garten halt zieht, quasi als so, wie so als Kutschentier halt. Als wie Gasttier. Ein Esel. Das soll ein Esel darstellen. Und das ist halt eine Puppe, eine Animatronic. Und das sieht richtig gut aus. Das ist richtig, richtig toll. Ich würde sogar fast sagen, das ist gar nicht großartig viel schlechter als die Practical Effects, die wir dann 4 Jahre später in Jurassic Park gesehen haben. Und das ist so schade, dass das heutzutage nicht mehr gemacht wird. Also wenn Disney irgendwann auf die Idee käme, komm, wir remaken jetzt Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, oder machen einen Reboot davon. Wäre alles CGI, es würde alles total generisch lieblos aussehen. Es hätte nicht diesen Charme. Die Charaktere würden die ganze Zeit vor irgendwelchen Greenscreens rumlaufen. Ja. Es könnte nichts werden. Hallo, Lurkende Dino. Guck, du hast nur Jurassic Park erwähnt und zack ist der Lurkende Dino direkt da. Hallo, Lurkende Dino! Funktioniert das auch mit anderen Filmen? Ich weiß nicht. Irgendwas? So, weiß ich nicht. Keine Ahnung. James Bond. Jetzt auf einmal kommt Pussycat. Toll, danke. Nee, also ich gebe dir halt recht, es wäre halt heutzutage gar nicht mehr so liebevoll, wie es halt da ist. Ich habe es halt auch echt genossen, es hat wirklich halt so ein bisschen oldschool und es hat halt so einen älteren Charme. Es ist nicht perfekt, man sieht das, manches sieht so richtig crusty aus, man sieht noch die Umrandungen, dass man es halt ausgeschnitten hat. Ja, bei der Szene, wo sie auf der Biene durch die Gegend fliegen. Ja. Aber das hat halt irgendwie trotzdem so einen Charme, weil man weiß, dass es alt ist. So. Von welchem Jahr ist der Film? 89. 89, so Leute, 89. Er ist so alt wie ich. Da sind einige noch nicht geboren, so wie ich. So. Ja. Deswegen, also come on. Da waren wir alle noch Spermien. Ganz viele von dieser Weltbevölkerung waren da noch Spermien oder noch nicht mal in Planung. So. Und deswegen... Ich mag den Film auch sehr. Ich mag den Film. Ich muss halt auch sagen, so, ich fand die Chemie viel zu schnell wieder gut, aber zwischen Mutter und dem Vater fand ich viel zu schnell wieder gut. Das war so, die haben sich gestritten, die kommt hin, oh Liebling, alles wieder in Ordnung, ja okay, alles klar, ah by the way, ich habe unsere Kinder geschrumpft, okay, wir sind jetzt wieder voll das Team, so. Ja, man fragt sich eigentlich so ein bisschen, warum haben sie das eigentlich überhaupt reingebracht, dass damit sie, Streit hat, damit sie nicht da ist. Damit sie am Anfang nicht da ist. Ja. Das ist der einzige Grund. Hätte man da nicht wirklich doch irgendwie sagen können, dass sie auf Geschäftsreise ist? Ja, oder halt einkaufen, meine Güte. Die war ja dann halt ein bisschen später wieder da. Ja. Also das ist halt ein bisschen so... Es hat dann für den restlichen Film eigentlich keine große Relevanz mehr. Also ja, man könnte sagen, so dadurch, dass die dann gemeinsam versuchen, ihre Kinder wiederzufinden und zu retten, schweißen sie wieder zusammen. Aber wie du halt sagst, du hast das Gefühl, die Ehe ist quasi schon ganz schnell so da hat eben einer mit Patex so drüber gestrichen, so zack, alles wieder gut. Ja, genau. Ja. Und das finde ich halt super schwierig. Weil warum? So, warum so einen künstlichen Streit erzeugen, wenn man dann halt nicht wirklich streitet? Ich habe darauf gewartet, dass sie dem halt irgendwie eine Ohrfeige gibt oder so dafür, dass er die Kinder geschrumpft hat. Aber nein! Ja. Keine Gewalt in dem Film.
Außer eine gewaltvolle Szene haben wir miterleben dürfen mit dem Skorpion und der Ameise. Riff Ameise. Ja. Riff Meisi. Meisi. Riff Meisi. Du warst die beste Ameise von allen. Ja. Baby Ameise. Ja, das gab's halt ja. Irgendwie einen übertrieben großen Skorpion. So. Also, na, für die einen großen Skorpion. Für eigentlich sollte. Ist der wahrscheinlich auch ein Baby-Skorpion, weil ich meine, so groß ist der nicht. Wenn der halt kleiner als ein Legostein ist. Zweier-Legostein. Ja, das ist schon. Also, Skorpion. Ich weiß, es gibt sehr kleine Skorpione, aber kleiner als ein Legostein. Das ist schon. Schon, also wirklich sehr, sehr winziger Skorpion. Ja. Ja. Und deswegen. Aber es war eine coole Szene. Also auch da, Inszenierung, ja. Top 1A. Ja. Mich hat es tatsächlich überrascht, dass es keine Spinne gibt in dem Film. Ich war darüber sehr froh, okay? Ja. Wir wollen. Ja, das hat mich echt überrascht, weil das wäre für mich eigentlich so ein No-Brainer gewesen, dass in so einem Film, wenn du da mal eine etwas düsterere, gruseligere Szene haben willst, dass dann halt eine Spinne tatsächlich zum Einsatz kommt. Weil ich muss bei einem Film die ganze Zeit natürlich auch an das Spiel Grounded denken, was ja sehr, sehr stark im Grunde genommen auf der Idee von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, basiert. Es ist halt ein Survival-Spiel und du spielst halt auch einen Teenager, der geschrumpft wurde auf eben Ameisengröße. Und da sind halt Spinnen deine absoluten Todfeinde. Wenn du da in der Ferne irgendwie siehst, wie irgendwelche Grashalme sich wie Bäume im Wind bewegen, weißt du schon, oh fuck, da ist eine Spinne. Und das Ding hat auch extra so einen Arachnophobie-Modus in mehreren Stufen, dass du aus diesen Spinnen auch einfach irgendwann so bloß so schwebende Orbs machen kannst mit so schwarzen Augen, die irgendwie ganz putzig aussehen. Und deswegen war ich so voll überrascht, dass in diesem Film keine einzige Spinne auftaucht. Ja, aber genau deswegen wahrscheinlich, weil halt die Leute, die da halt irgendwie mitgewirkt haben, in dem Film gesagt haben, Digga, alles, aber keine Spinnen, bitte. Arachnophobie kickt, okay? Lass mich bitte in Ruhe damit. Ist dir mal aufgefallen, dass wir jetzt schon die zweite Woche hintereinander weg über Insekten reden? Ja, den Gedanken hatte ich vorhin schon bei dem, als du über das Wasser, den Rasen... geredet hast. Da habe ich auch schon so. Finde ich ja ganz toll. Genau so eine Szene hatten wir ja auch in Das große Krabbeln, nur damals halt Regen. Ja. Aber so, ne, so es ist halt, ich muss halt ehrlich sagen, wenn ich halt auf so eine ganz kleine Größe geschrumpft werden würde, ich würde nie wieder hier aus diesem Zimmer finden, weil hier ist alles vollgestellt. Und B, ich würde Selbstmord begehen, weil ich die ganzen Insekten nicht aushalten würde draußen. Die wären mir alle zu groß und dann hätte ich Panik. Panik des Todes. Ja, wer nicht? Also, come on. Ist doch scheißegal, ob da jetzt ein netter, freundlicher Marienkäfer ankommt oder eine Spinne oder ich hab ja ganz große Probleme mit Schnaken. Die finde ich ganz, ganz widerlich. Also das, ich glaube, das wäre für jeden ein absoluter Albtraum. Und jetzt niemand möchte auf diese Größe geschrumpft werden. Vor allem jetzt, also das Ding ist, ich weiß halt, also pass auf, mein Grundgedanke ist, ich weiß ja noch, wie ich halt so drauf war, als ich 15 war, ne? Ich war deutlich selbstbewusster, als ich jetzt bin und hatte weniger Angst. Jetzt mein Gedanke ist halt, safe haben die übelst den Knacks bekommen. Übelst den Knacks. Psychisch. Aber nur, weil sie so jung waren, haben sie es durchgehalten, so klein, ne? Ich wäre schon in Panik. Ich wäre in Panik und ich würde sagen, oh boy. Keine Ahnung, ich will einfach weg. Also müsste ich da durchs hohe Gras und da sind halt irgendwelche Viecher, um Gottes Willen. So, die haben das ja voll locker weggesteckt, aber ich glaube, die hatten danach alle einen Knacks weg. Alle psychisch krank. Alle. Ja, weiß ich nicht. Wir kennen ja den Nachfolger, deswegen. Ja, das, also doch, weil also beim Nachfolger, die eine ist halt die, also die geht ja dann halt, also von der einen bekommen wir nichts mit. Von drei der Leute bekommen wir nichts mit, nur von dem einen Jungschen bekommen wir was mit. Mhm. So. Und der hat ja komplett aufgehört mit den, der hat ja auch immer Sachen gebaut und so wie sein Dad, und der hat ja damit komplett aufgehört. So, kann ich mir gut vorstellen, warum. Ja. Sie müssen es nur noch zugeben, danke, Firo, ja. Du kennst die Story gar nicht, ne? Hast du die vorhin gehört? Nee.
Nein? Okay, dann werde ich sie jetzt im Podcast nochmal ganz kurz zusammenfassen. Für die Ewigkeit. Aufgezeichnet. Kiri, bitteschön. Also, pass auf. Ich war ja am Freitag mit Kiri und Pauli am Abend Mädelsabend. Und wir haben halt hier mein Tattoo-Design halt so ein bisschen uns designt so. Kiri irgendwann ist dann nochmal los mit Pauli zur Tankstelle, hat Bier geholt. Und die haben davor, davor halt auch ordentlich schon halt quasi getrunken. So, ich habe zwei Mischen Wodka E mit ganz normalen kleinen Red Bulls quasi getrunken über den ganzen Abend. Den ganzen Abend von 22 Uhr bis um 10 habe ich nur das getrunken, okay? Das heißt, bei mir, also 12 Stunden lang nur das getrunken so. Und die haben aber ordentlich halt getrunken so. Und dann kam irgendwie, ich habe eine Frage gestellt wegen Depression. Und Kiri, bei einem Alkoholpegel, fing dann halt an mit, ja, also wenn du in der Therapie bist und so weiter, das war bei mir auch so, ich musste dann halt irgendwann, musste ich mir eingestehen, dass ich halt krank bin. Du musst dir eingestehen, dass du bist halt, du musst zugeben für dich, du bist krank. Und ich so, naja, also ich würde es jetzt so nicht sagen, dass ich krank bin. So, ich meine, wenn ich ADHS habe, sage ich halt auch, ich habe ADHS und ich bin behindert. So, weil es ist ja nochmal ein Unterschied, so. Und er so, nein, das musst du zugeben, du musst zugeben, dass du krank bist. Und das bei einem mit einem Lallen, so lange, 3 Stunden lang, war das der Point. Du musst zugeben, dass du krank bist. Du musst zugeben, dass du musst dir eingestehen, akzeptiere, dass du krank bist. Und das halt die ganze Zeit, ne? Diese Diskussion darüber ging einfach 3 Stunden. Und jetzt ist halt bei uns so der Insider, jedes Mal, wenn halt irgendwas ist, einfach so, akzeptiere doch einfach, dass du krank bist. Akzeptier es doch einfach. So, deswegen hat halt hier Firo reingeschrieben, sie müssen es einfach nur noch zugeben, dass sie krank sind und dann sind sie es. Tada! Gefunden. So geht das. Einfach sagen, ja, bin ich und fertig. Mhm. Und dann, und immer wenn ich gesagt habe, ich bin, nein, bin ich nicht, kam dann so ein, aha! Siehst du, du blockierst ab! Du willst nicht zugeben, dass du krank bist. Deswegen bist du noch nicht bereit für eine Therapie. Um es mit den Worten der Haie von Findet Nemo zu sagen, Verdrängung. Genau. Verdrängung. So, und genau das war es halt so. Und vor allem die beiden, einfach wie ein Team, ne? Die beiden waren wirklich in dem Moment wirklich wie ein Team. So, für mich halt so auf, pass auf, so richtig nah, ne? So richtig nah an mich, bei mir dran so. Und dann so, Katja, du musst zugeben, dass du krank bist, aber dich zwingt keiner zu einer Psychotherapie. Aber du musst dahin gehen, aber das zwingt dich keiner. Aber du musst! Das war halt die ganze Zeit so. Das war so lustig. Ah, so im Nachgang gesehen, also am Anfang war ich halt so, Digga, wollte mir beide mal nicht mehr so auf den Sack gehen. Aber so im Nachgang war ich halt so, oh boy, wart ihr lustig drauf. Also ich weiß auch nicht. So, das müssen wir unbedingt mal wiederholen, aber bitte nicht mit so viel Alkohol intus. Vor allem, ich habe dann auch irgendwann Kiri gesagt, du lallst aber ganz schön, ne? Und dann war halt so direkt so, lenk nicht ab, gib zu, dass du krank bist. Ja, aber ja, jedenfalls, sie müssen einfach nur zugeben, dass sie krank sind und dann passt das. Ja. Und dann, also ich bin der Auffassung so, der hat halt, das hat einen Grund, warum der Junge nicht mehr irgendwelche Sachen gemacht hat wie sein Dad. Der hat sich ja regelrecht geschämt im zweiten Teil so ein bisschen dafür. Gut, kann Pubertät... Hallo, lurkender Dino. Kann Pubertät sein, kann aber halt auch einfach sein, weil er halt auch so ein bisschen so einen Knacks halt weg hat, deswegen. Ich meine, der hat ja auch dann halt nochmal alles erklärt so und die Dame war halt auch so, also er hat euch geschrumpft und dann wieder entschrumpft und dies und das und dann so voll perplex so. Ja, hat er. Mhm. Also ich glaube schon, dass die so einen kleinen Knacks haben. Ja. Aber wie gesagt, der erste Film war sehr charmant. Zumindest nachvollziehbar, wenn sie das hätten. Auf jeden Fall. Aber ja, auf jeden Fall ist es sehr nachvollziehbar, dass wenn sie einen Knacks weggehabt hätten und es ist halt ein guter Film. So kann man halt auch nicht meckern. Das ist der Film ist nice. Kann man auf jeden Fall sich angucken. Den kann man sich auf jeden Fall angucken, definitiv. Nicht unbedingt gilt das für den Nachfolger, den wir uns auch noch gegeben haben. Es gibt übrigens insgesamt 3 Filme. Den dritten Teil haben wir uns dann allerdings geklemmt, weil es auch spät war. Ja. Aber den zweiten Teil haben wir noch geschaut. Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby.
Und da muss ich erstmal sagen, ich meine, die Story kann man jetzt recht schnell zusammenfassen. Es ist im Prinzip, wir haben wieder die Familie Selinski, die sind aber umgezogen, die leben mittlerweile in Las Vegas. Und die Tochter, die sieht man am Anfang nochmal kurz und dann fährt sie aufs College und ist weg. Ist raus für den Film. Tschüss. Mhm. Das heißt, sie sind nur noch zu viert, weil die Eltern haben noch mal ein kleines Kind bekommen. Ja. Den mittlerweile Zweijährigen, glaube ich. Ich glaube, er soll 2 Jahre alt sein. Adam. So. Oh, ich habe so einen schlimmen, also ich, wegen Denver Clan habe ich mit Adam, dem Namen, ganz doll ein Problem. Das ist einfach, mein Kind wird niemals Adam heißen. Ich sag's, wie es ist. Okay. Einfach ganz schlimme Kinder. Mit denen ist Ärger vorprogrammiert. Gar keinen Bock drauf. Ja. Und alle hier im Discord wissen, der Discord-Crew, ne, zu der Discord-Crew gehören, sagen jetzt so, ja, führen wir den Point. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Jedenfalls, genau. Der gute Wayne hat jetzt nämlich eine Maschine erfunden, mit der man Sachen wachsen lassen kann, größer machen kann. Das ist nicht richtig. Das Lustige ist allerdings, das sieht man eigentlich schon am Ende des ersten Teils. Weil dann essen sie da nämlich, dann machen sie da irgendwie hier Thanksgiving und haben einen fetten Truthahn auf dem Tisch stehen. Aber das ist kein Truthahn in Normalgröße. Mm-mm. Nein, der Truthahn, das ist... Vielleicht ist ein Dino-Truthahn, der letzte Dino-Truthahn, der noch auf der Erde rumgelaufen ist, so. Die gleiche Größe wie der erst deiner Mutter. Erlebt. Ja, also das war wirklich ein richtig, richtig dickes Vier. Hat einfach Ja gesagt. Ja gesagt. Ich hab dir nicht ganz zugehört. Ich hab aber jetzt gerade so eine Vermutung. Wir schneiden das raus. Und der Chat so, ha. Ja. Mhm. So, jedenfalls, genau. Also eigentlich hat er das am Ende schon irgendwie des ersten Teils erfunden und da hat es schon funktioniert. Aber der zweite Teil tut dann erstmal so, ja, das funktioniert irgendwie noch nicht so ganz. Und dann sind sie da nämlich einmal im Labor und haben den kleinen Adam mit dabei. Und auf einmal kriegt der Adam da so einen Strahl ab. Aber ich muss dich berichtigen, das ist nicht ganz richtig, was du da halt sagst. Weil er hat die Erfindung verkauft, mit dem man diese Schrumpferfindung. Nicht genau. Die Erfindung, wo es halt groß wird. Die gab's noch nicht. Und dort hat man, also er hat die Baupläne von dem, wie man das schrumpft, quasi verkauft. So, an diese Organisation. Und er sollte halt mitwirken. So, um nämlich eine Maschine zu machen, die Sachen groß macht. Und daran haben sie jetzt gearbeitet. Die gab's noch nicht. Die ist noch nicht fertig. Daran haben sie ja gearbeitet. Aber nichtsdestotrotz hat man ja am Ende des ersten Teils schon gesehen, dass es ihm das ist aber ein Filmfehler. Weil nämlich er dort ganz genau in dem Labor gesagt wurde, als er so einen Anschuss bekommen hat von dem Boss, hat er halt gesagt, yo, sie haben halt eine Schrumpfmaschine entdeckt. Ja, das haben sie. Cool, wir haben ihre Baupläne und so weiter. Jetzt lassen sie richtige Wissenschaftler daran arbeiten, ein Vergrößerungsding zu erfinden. Ja, das ist ein Fehler vom zweiten Teil. Genau, aber das klang halt so, wie du es formuliert hast, klang es halt eher so, als gäbe es diese Maschine schon. Und auf einmal funktioniert die nicht. So, nein, die gibt's halt nicht. Dann hatte ich das jetzt falsch in Erinnerung. Filmfehler! Okay, aber so oder so ist es halt dann irgendwie ein Fehler, der nicht so ganz Sinn ergibt im Kontext des ersten Teils. Genau. Jedenfalls, sind im Labor, der Adam kriegt da irgendwie einen Strahl ab, so erstmal passiert noch nichts und dann fahren sie wieder nach Hause und dann stellt er auf einmal schon fest, so, sag mal, bist du dicker geworden, Adam? Weißt du, wieso passt du jetzt hier nicht mehr in dein Kind? Body Shaming seines eigenen Sohnes. Ja, wieso kriege ich dich so schwer aus diesem Sitz raus? Und dann passiert es aber irgendwie, dass durch irgendwie Elektromagnetismus oder sogar Physik, durch physikalische Umstände, wird Adam immer größer. Er sitzt vorm Fernseher und er wird größer. Und weil der Fernseher halt ein elektronisches Gerät ist und so und irgendwie so. Es ist so wundervoll, wie du das erklärst, halt, ne? Aber mir dann nicht zuhörst, wenn ich deine Mutter disse. Wegen Physik.
Wegen Physik wächst Adam. Weil dann sitzt er vor dem Fernseher und ihr wisst Physik und Fernseher und deswegen, zack, er wächst. So. Also würde dein Physiklehrer das jetzt hören? Ich glaube, boy, da würde er dir im Nachgang, sehr egal wie alt du wärst, nochmal eine 6 reindrücken fürs Schulabschluss. Ich sag's, wie es ist. Oh boy. Ja, dann erklär du's noch. Ja. Kann ich versuchen? Ja, bitte. Okay, also, davor wurde das nämlich probiert mit Kristallen, an Kristalle. Und die sind dann so ein bisschen gewachsen und dann sind sie aber explodiert, so wie mit dem Apfel im ersten Teil. Weil sie... Gott sei Dank ist das Baby nicht explodiert. Ja, sonst hätten sie das überall... Unser Baby ist explodiert. Lustiger Film. Aha. So. Ich sehe schon das. Ja, und dann wollte der gute Wissenschaftler den Hasen von Baby Adam als Versuchskaninchen haben. Und dann ja, ist Adam dahin gerannt, weil er wollte seinen Hasen, seinen Lieblingshasen haben. Und dann wurde er erwischt. Und als Adam dann an bestimmten... der ist halt ein bisschen schwerer geworden, das hast du ja schon richtig gesagt. Und immer wenn er dann aber zu... Bei Geräten, die eben diesen die Elektrogeräten waren oder halt Licht, was auch elektronisch ist, kam quasi so ein kleiner Strahl auf Adam und er wurde aufgeladen. Er wurde quasi wie ein Akku aufgeladen und ist dadurch größer geworden. Jedes Mal, wenn er an einem Strommast vorbeigefahren ist oder Lichter gesehen hat oder halt eben ein Fernseher, dann wurde eben dadurch, dass Elektrizität ihn aufladet, wurde er dann immer größer. Ich glaube, ich habe es besser dargestellt als du mit Fernseher und Physik. Bro. Ich glaube, das ist besser elektromagnetisches Feld und so. Ich habe doch was gesagt von wegen Elektromagnetismus. So. Physik und so. Fernseher und Physik dann Puff. Und so. Puff, Adam wird groß. Ja. Ja. Manch ein Mann wünscht sich vielleicht auch, dass das auch mit nur einzelnen Körperteilen passieren kann. du sprichst aus Erfahrung. Nein. Ja. Jedenfalls irgendwann ist Adam halt einfach so groß wie Godzilla. Ja. Und greift Las Vegas an. Ja, ich muss auch wirklich dran denken, so nach dem Motto, so das ist so die andere Art von Kaiju-Film. Also wirklich so, ne, Godzilla-Monster-Film, so ein großes Monster greift irgendeine Stadt an und so ein Typ in Gummikostüm läuft dann da irgendwie rum. In dem Fall ist halt kein Typ in Gummikostüm, sondern es ist halt ein normales Baby, das halt einfach nur durch Perspektive oder halt irgendwie, ne, so... Ja, erzähl weiter, ich streck mich mal ganz kurz zu meinem Klasmo. Ja, und das Ding ist, also, pass auf, ich fand diesen Film am Anfang, die erste Hälfte fand ich wirklich nett und unterhaltsam und sogar auch lustiger als den ersten Teil in Gänze. Weil, was ich gut fand, war vor allem erstmal, dass sie nicht nochmal exakt dasselbe gemacht haben wie im Vorgänger. Ja, aber das trotzdem ist der dritte Teil, super lame. Den wir nicht geguckt haben, scheinbar macht. Weil im dritten Teil kann man sich anhand des Filmtitels bereits ableiten, ist es halt so, ja, da schrumpfen sich die Eltern halt nochmal. Und hier, statt dass wieder irgendwer geschrumpft wird und dann vielleicht nochmal in einem größeren Setting, also als im Garten, so weiß ich nicht, keine Ahnung, hätten sie ja machen können, Liebling, wir haben unsere Kinder schon wieder geschrumpft im Zoo, bei einem Zoobesuch. So. Oh boy. Nee. Oh boy. Stattdessen haben sie halt gemacht, okay, wir machen was anderes, wir lassen jetzt mal, es gibt jetzt ein Baby und das wächst und das wird riesig. So, und das finde ich erstmal cool. Und die erste Hälfte fand ich echt unterhaltsam, die fand ich wirklich nett. Dann kommt aber die zweite Hälfte. Und dann hört nämlich leider die Geschichte auf, weiter an Fahrt aufzunehmen, weiter Spannung aufzubauen, sondern es passiert die ganze Zeit eigentlich nichts anderes, außer das Baby ist riesengroß, es läuft frei rum. Wir müssen es irgendwie stoppen und wieder kleiner machen. Aber die Spannung steigt nicht weiter an, es kommen keine Wendungen mehr, sondern es läuft einfach exakt waagerecht weiter. Und irgendwann ist halt Ende. Und es wirkte krass in die Länge gezogen. Ja. Vor allen Dingen, weil so, das war halt so ein Hin und Her, weil es dann halt hieß so, okay, das Baby ist wieder ausgerissen. Und alle so, oh nein, das Baby ist wieder ausgerissen, nein.
wo ist es hin? Und alle so, alle fangen, irgendeiner schreit und dann so, da muss es bestimmt hin, weil da schreit irgendjemand, es ist bestimmt unser Riesenbaby, was da halt irgendwie was macht. Und dann wurde es eingefangen. Weil die haben ja so einen Bösewicht versucht hinzukriegen, aber das war schwierig, weil es war kein richtiger Bösewicht, der war einfach nur da. Ja. So. Aber ja. Anyways, dann war halt so, okay, alles klar, wir müssen. Das Kind wurde jetzt in Sack und Pack eingetütet und los geht's. Und ab da war es langweilig, weil dann so, oh nein, es ist schon wieder ausgebrochen und es ist noch viel größer als zuvor. Wo geht es wohl hin? Mm. Oh nein, es steuert auf Las Vegas zu. Und alle so, und dann ist es wieder da und dann versucht man es wieder einzufangen und dann macht der Dad einen Fehler und sagt Nickerchen und dann wieder so, oh nein, es ist schon wieder ausgebrochen und es ist jetzt wieder auf dem Weg zu Las Vegas und oh nein. Und mehr ist es halt eigentlich nicht. Und das ist halt so, das zieht sich so lange. Super belastend. Viva Las Vegas, ja. Ja. Weißt du, Fischkopf, ich fühle das, was du geschrieben hast. Ne? Physik, Doppelpunkt. Fischkopf! Alles fällt runter und Strom kommt aus der Steckdose und schmeckt aua. Ja. Fischkopf, was machst du eigentlich die ganze Zeit bei Nerdy? Du warst vorher bei mir da. Was soll denn das jetzt? Und vorher war er bei mir da, so. Wer ist hier von uns beiden länger am Stream, Kollege Schnürschuh? Er war noch... Lass die Leute doch frei entscheiden. Tu ich doch. Wir nehmen einen freien Twitch. Tu ich doch, aber er soll aufhören, dich zu hänseln. Er hat dich doch gar nicht gehänselt. Er hat doch vorhin die ganze Zeit halt irgendwelche Sachen geschrieben, nicht zu hänseln, aber so ein bisschen dir auf den Sack zu gehen. Ja, er hat Sport eingelöst. Genau, so. Liebe Mods, wärt ihr so freundlich, das wäre schon ganz cool. Würdet ihr arbeiten, das wäre super. Ich weiß, klingt weird, aber wäre cool. Dankeschön. Du Fischkopf. Jetzt bin ich Gesicht, das Gesicht, was hier gerade reingespawnt wurde bei mir in meinem Chat, war halt auch so, who the fuck ist das, aber okay. Cool. Ja. Cool. Ja. Also wie gesagt, dieser zweite Teil ist, er hat Potenzial verspielt, finde ich einfach. Wie gesagt, die Grundidee fand ich gut, dass man sagt, wir machen was anderes. So, es wird diesmal jemand nicht geschrumpft, sondern vergrößert. Aber weißt du, was ich auch schwierig fand? Dass halt einfach sie nichts Neues halt dazu gepackt haben, sondern sich halt ständig in Schlaufen bewegt haben. Die ganze Zeit. Jede kleinste einzelne Mini-Story hat sich halt immer wiederholt. Das ging mir voll auf den Keks. Also das Baby, was wächst, dann wieder ausreißt, dann wieder wächst, dann ausreißt, dann wieder wächst. So. Der Bösewicht, der was versucht, vergeigt. Versucht, vergeigt. Versucht, vergeigt. So. Die Eltern, die es suchen, verkacken. Suchen, verkacken. Suchen, verkacken. So. Der große Bruder, der immer rausgehen möchte aus diesem Strampler, den er da trägt, wieder verkackt, wieder versucht zu flüchten, wieder verkackt, wieder versucht. Das ist die ganze Zeit, diese Hin und Her, dieses ständige Verkacken und trotzdem am Point bleiben, hat mich legit die ganze Zeit abgefuckt. Mhm. Ja. Und deswegen finde ich, die Idee ist cool an sich. Aber ist halt super nervig. Ja, weil ich war halt so irgendwo an einem Punkt, war ich halt so, lass mich raten, sie verkacken's. Sie verkacken's. Nein, wirklich, wer hätte denn damit gerechnet? Was? Wer ist jetzt ins Bett gegangen? Hatchet. Boah, Hatchet, gute Nacht dir. Ja. Also, es ist halt, ich weiß nicht, wie, aber... Wie fandest du denn jetzt prinzipiell die Grundidee vom zweiten Teil? Gut, aber schlecht umgesetzt. Ja. Weil, wie gesagt, bis zum ersten Part so, guck mal, hätte man das Baby einfach mal begekehrt, ja, boah, die auch. Ja, ist so. Was schreibst du es denn in seinen Stream und nicht in meinen? Was soll denn das jetzt hier? Dann geht doch zu Nerdy. Dann geht doch zu Netto! Ja, dann geht doch zu Nerdy. Wenn ihr das dort so viel besser habt als bei mir.
als bei mich. So. Tse. Jetzt müssen wir hier noch Unterhalt einklagen für die Zuschauer oder was? Weißt du, ich hab so einen ganz tollen Kugelschreiber für den Unterzeichnung von den Papieren. Nennt sich Baseballschläger, Nerdy. Hm. Weil du den ganzen Abend nicht auf mich reagiert hast und der von Hause aus nett ist. Hm. Schöne Träume, Hatchet. Nacht die dir. Ich beuge mich der Knechtschaft. Besser ist! Fischkorb, besser ist. Der Schöne und die Nerd. Ja, wir müssen es eigentlich umändern, ne? Rob hat gerade geschrieben, also hier im Chat ist es schon etwas angenehmer und cozier und Katjas Wunsch ist mir Befehl. Offiziell zu meinem Geburtstag ausgeladen. Offiziell. Multicam regelt. Hm. Ja, jedenfalls, müssen wir uns bestimmt, also Schlaflos hat da ganz schön recht, eigentlich müssten wir uns umbenennen. Zweitens, wann holst du dir deinen Rasierer, damit ich dir deine Haare schneiden kann? Wir telefonieren. Gut. Ich fand bei dem ersten Teil, also den ersten Part von der Story, fand ich das gut. Man hätte das Kind so groß lassen können, so ein kleines bisschen größer vielleicht noch, und das war's. Und dann hätte es dort einfach die Nachbarschaft geärgert und irgendwas ist noch passiert und so, und dann wäre cool so. Aber dass es halt so gigantisch wurde und dann Las Vegas angegriffen hat und dann halt irgendwie so ein unnötig hin und her und es wurde dann noch größer und noch größer. Gehe ich nicht ganz mit, weil dann wäre es ein Film geworden, wo es keine wirklichen Gefahren gegeben hätte. Wenn du jetzt einfach ein Baby gehabt hättest, das halt 2 Meter groß ist und bloß die Nachbarschaft da ein bisschen. Ja, aber guck mal, lass mich doch mal ausreden. Dann hätte es die Nachbarschaft dort die ganze Zeit terrorisiert, ne? Und dann hätte man den Bösewicht viel böser machen können, indem er das Baby gefangen genommen hätte und es nicht geflüchtet wäre irgendwo und dann wieder irgendwas terrorisiert hätte, sondern dass es dann halt ins Labor gebracht wurde und alle hätten Angst um dieses Baby, weil er dann irgendwas versucht halt an... Weißt du, dann wäre da mehr Spannung und er wäre wirklich ein Bösewicht, weil er halt auf das Baby scheißt und halt es für seine wissenschaftlichen Sachen dort halt rum experimentiert an dem Kind und so. Weißt du, das wäre dann für mich viel spannender gewesen, als dass es halt die ganze Zeit da rumtrollt in irgendeiner Stadt und dann irgendwie... Ich finde halt die Idee schon geil, wenn man diese Verbindung zieht zu Kaiju-Filmen. Dass du auf einmal eben auch wieder ein großes Wesen bedroht eine Stadt, aber diesmal ist es nicht Godzilla, es ist nicht King Kong, es ist nicht irgendein krasses Monster, es ist ein süßes Baby. Naja, das eigentlich nicht böses will, das niemanden fressen will. Ob es süß ist oder nicht, ist eine andere Sache, aber ja, ein Baby. Das ging mir schon. Ach komm, mindestens einmal, als wir den Film geguckt haben, das Baby hat irgendwas gesagt. Das ist übrigens auch so eine Sache, ist ein Zweijähriger wirklich noch ein Baby? Für mich ist das ein Kleinkind. Ja, eigentlich schon. Das ist Definitionssache. Ja. Aber mindestens einmal hat das irgendwas gesagt und wer war dann im Voice-Chat, in der Discord so, oh. Das war nicht Dexter. Vielleicht. Aber ich kann doch ganz optisch sagen, das ist, ja, aber wenn es so groß ist, war es halt nicht mehr süß. Aber die riesigen Dinos, hier Drachen oder so in Palworld sind süß. Ja, die sehen so knuffig aus. Und das Baby nicht, wenn es 5 Meter groß ist. Ja, weil es pupert und so. Die in Palworld pupern nicht. Noch nicht. Das Feature kommt noch bestimmt. So, aber die pupern. So, stell dir mal vor, dieses riesengroße Baby hätte dann erstmal Kaka gemacht. By the way, Filmfehler. Es hat die ganze Zeit nicht Kaka gemacht. Naja, die Windel ist ja auch gewachsen. Ja, das Arschloch aber auch. Und die Kacke.
Sein Darmtrakt ist bestimmt nicht auf derselben Größe geblieben. Außerdem hat es ganz viel Eis gegessen. Was ist, wenn dieses Baby eigentlich laktoseintolerant ist und eigentlich die ganze Zeit das ganze Dorf voll geschissen hat? Sonst war es mir einfach nur nicht gezeigt. Es hat auch kein Bäuerchen gemacht. Nee. Oder gekotzt. Oder gekotzt. So. Oder gepopelt. Oder gespuckt oder sonst was. Filmfehler. Oh Gott. Stell dir mal den Popel vor. Stell dir mal diesen riesen Popel vor. Ich möchte ein Remake von diesem Film, der FSK 16, 18 ist, wo all das passiert. Und das Baby dann so einen Popel rausholt und das, den dann so durch die Gegend schnippt. Es hat auch nicht gesabbert. Es hat nicht gesabbert, stimmt, ja. Sie haben sich da sehr zurückgehalten. Ja. Nur die quasi guten Seiten von dem Baby zu zeigen. Ja. Damit halt man sagt, oh ja, oh, wie süß, ich möchte mal ein Baby haben. Ja, dass die scheißen bis zum geht nicht mehr, kotzen. Es hat auch, als es groß war, gar nicht mehr wirklich geweint, oder? Doch. Es hat sich einmal verletzt, weil es halt so einen Stromschlag bekommen hat. Und dann hat es angefangen zu weinen. Ja. Aber dann wurde es halt instant, aber auch wieder abgelenkt von irgendwas anderem. Hätten da nicht die Umstehenden, die wirklich ganz nah an dem Baby dran waren, hätten die nicht irgendwie taub werden müssen? Ja. Weil wir alle wissen, wie laut so ein Baby schreien kann. Und wenn das Baby dann aber 10 Meter groß ist und dementsprechend auch das Organ, das Sprechorgan gewachsen ist und dann fängt es an zu schreien, das muss ziemlich laut sein. Warte. Filmfehler. Das fand ich so lustig übrigens. Wir haben, wie gesagt, wir haben den Film auf Discord geguckt und wir hatten alle irgendwie unsere Cams an. Und ich weiß nicht, wie oft, aber ganz, ganz häufig saß Bloody ungefähr so vom Bildschirm. Und man dachte sich nur so, Bloody, du weißt, es geht um Film, wo Charaktere geschrumpft oder vergrößert werden. Das ist Science Fiction, das ist Fantasy, das ist nicht, also... Ne, so Physik und Naturgesetze, so, ja, ne, kann man drüber reden, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Titanic nochmal verfilmt, aber da werden Leute geschrumpft. Das passiert nicht in echt, das ist nicht möglich. Ja, und er die ganze Zeit so, wieso gehen sie jetzt mit diesem Baby dahin? Das macht ja gar keinen Sinn. Und wir alle so, ja, Bloody, das ist auch ein Film, der macht generell schon keinen Sinn. Du brauchst dir nicht darüber Gedanken machen. Wie, was, warum? So, ey, können wir bitte darüber reden, dass die dieses Baby angezogen haben und gesagt haben, das wäre der Onkel? In welcher Welt? In welcher Welt hätte man abgekauft, dass dieser Onkel 3 Meter groß ist und 3 Meter breit? In welcher hätte man gesagt, vor allem man sah doch ihn daneben so, einfach 3 Köpfe größer, also, das ist mein Onkel Julio! Der ist heute einfach mal, der ist auch ein Wissenschaftler, der hat ein ganz großes Gehirn, weil der ist so groß, so 3 Meter, drei, und dann auch noch so wackelig auf den Beinen und dann halt wie so ein, ja, na klar. Da ist der Muppet-Mann glaubwürdiger. Schon, und Bloody einfach die ganze Zeit, er sagt so, ja, das ist mein Onkel und er so, was, als ob man das glaubt. Und wir alle so, ja, Bloody, keiner glaubt das, keiner. Das ist der Witz. Witz. Übrigens, kleines Easter Egg. Ne, hier, der kleine Adam sitzt ja dann eben eine Zeit lang vorm Fernseher. Was läuft im Fernsehen? Disney. Natürlich ein alter Disney-Cartoon. Ja. Nämlich hier die wie heißt der, Jack und die Bodenstange. Ja. Also die Disney-Version mit Mickey und Donald und Goofy und halt diesen Riesen. Ja. Voll. Passenderweise. Ja, um einen Riesen. Passenderweise. Genau, das ist Onkel Julio und der ist besonders. Ja. Ja, also im Endeffekt, dieser Film, dieser zweite Teil ist halt wirklich leider einfach nicht sonderlich gut. Wie gesagt, die erste Hälfte fand ich noch nett, die zweite war dann einfach nur so, jetzt kommt mal zum Ende. Aber was hat dir gefehlt bei dem Film? Weil war Spannung. Bei mir war es so, für mich war der Bösewicht nicht ausgereift genug. Der war halt so, auch, ja, keine Ahnung, der ist halt da, aber irgendwie ist er belanglos. Dann, wie gesagt, so dieses dauerhafte sich im Kreis drehen der Fehlschläge
war dann halt nervig, wo ich mir so gedacht habe, sie macht doch jetzt irgendwie was Cooles. Und wie gesagt, mich hätte es wahrscheinlich halt entertained, hätte der das Kind dann irgendwie gekidnappt, so dieses Riesenbaby, und dann irgendwie als Testkaninchen für seine Wissenschaft gemacht. Und dann würde es halt übelst wachsen in diesem Studio, einfach immer mehr und immer mehr, weil dort ist ja sehr viel Elektrizität, so immer mehr und immer mehr, und dann das alles durchbrechen, und dann kommen die da alle halt hin, um das Kind zu retten, und er ist dann so so, und dann auf einmal kriegt er irgendwie einen Stromschlag und so, und dann liegt er erstmal komatös da, und dann flieht das Kind, und dann dreht sich die Mutter so um, so, mach mich groß. Und dann wird sie groß gemacht, und dann läuft sie dem Kind schnell hinterher, vielleicht noch in eine City, dass er kurz in eine City reinkommt. Sie beruhigt ihn aber direkt und bringt ihn halt nach Hause. Das wäre halt so mein Stuff, wo ich mir denke, oh, das hätte voll Sinn gemacht. Das wäre interessant, man hätte den Bösewicht ausgearbeitet, man hätte dann halt ein bisschen mehr Action gehabt, weil, oh nein, was passiert mit dem Kind? Wird es sterben? Wird es nicht sterben? Höchstwahrscheinlich nicht, weil es ist ein Kinderfilm. Aber so, ne, man hätte dann halt Sorge gehabt, so ein bisschen. Aber halt so dieses, ja, keine Ahnung, keiner weiß irgendwie, was zu tun ist. Und dann 50.000 Mal diesen scheiß Hasensong zu hören, war dann ein bisschen anstrengend, bin ich ja ehrlich. Also das hat mir gefehlt. Für mich war das halt einfach nur alle, also ab der zweiten Hälfte eine Wiederholung der ersten Hälfte. Ja. Bloß in Extrem. Ja. Und ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht so traurig drum, dass wir den dritten Teil nicht auch noch geguckt haben. Nicht? Den jetzt haben wir uns geschrumpft, der 1997 dann noch kam. Der aber tatsächlich auch bis auf Rick Moranis niemanden aus dem ersten Teil mehr noch hat. Also alle unbesetzt? Alle anderen sind umbesetzt worden. Krass. Also Adam logischerweise, weil ist halt kein Baby mehr, ne? Aber auch der Sohn ist zu alt geworden. Die Tochter wurde auch umbesetzt. Und auch die Mutter. Also ich glaube, der kam auch nicht sonderlich gut an, der Film. Ich schau mal gerade, Rotten Tomatoes ist hier verlinkt. Ja, da hat er 25%. Ich glaube, das ist kein Film, den man sich tatsächlich geben muss. Ja. Und das war der zweite schon nicht wirklich. Aber der erste ist cool. Den kann man auf jeden Fall weiterempfehlen für all jene, die den tatsächlich auch noch nie gesehen haben. Und damit bestätigt sich eigentlich unsere Regel, ne? So Fortsetzungen, Teil 2, Teil 3 sind immer scheiße. Nicht immer. Welche? Wo nicht? Wo nicht? Disney. Spider-Man 2. Achso, bei Disney. Ja. Toy Story. Ja, bin ich anderer Meinung. Incredibles. Bin ich auch anderer Meinung. Der erste ist besser. Ja gut, ansonsten hat ja Disney jetzt auch wenig Fortsetzungen dann irgendwie ins Kino König gebracht. Der Löwen 2. DVD. Ariel 2. Aladdin 2. Ja, die hab ich nicht gesehen. Alle Kacke. Es ist halt immer, man hat so eine richtig gute Idee. So, Poggy, Entschuldigung, aber Herr der Ringe und Harry Potter ist nicht Teil 1 und dann macht man irgendeine andere Fortsetzung. Das sind Bücher, das ist was ganz anderes. Das kannst du so nicht vergleichen. Eiskönigin 2 ist auch beschissen als Eiskönigin 1. Ja, der ist wirklich scheiße. Der ist richtig kacke. Mal gucken, wie Vaiana 2 wird. Oh Gott, bitte nicht. Da haben wir hab ich letzte Woche komplett vergessen, dass wir alles steht Kopf 2. Da hätten wir noch drüber reden können. Aber tatsächlich, das war ja die große Überraschung vorletzte Woche, dass Vaiana 2 dieses Jahr kommt. Ja, Kapp und Kappa 2 ist auch kacke, weil Kapp und Kappa ist schon scheiße. Da hatte man gar keine Grundbasis. Glaubt ihr nicht? Man hatte keine Grundbasis, um es besser zu machen. So, aber nee, das ist halt so bei mir so, ja okay, alles klar, der zweite Teil ist immer kacke irgendwie, weißt du? Ja. Deswegen, also ich bin, weil Findet Dory, fällt mir gerade noch ein. Ja, okay, aber Findet Dory ist ja halt nicht Findet Nemo 2, sondern es ist halt Findet Dory und es ist halt eine Story über Dory. Ja, aber gut, dass du... Ja! Es ist die Fortsetzung, der zweite Teil. Heißt halt nur, ich finde Nemo 2. Ja, okay. Susi und Strolch 2, glaube ich, wird das auch nicht ein Knaller. Nee. Aber ist der erste ja auch nicht. Ja, ist richtig. Ja,
Nächste Woche. Ich hab in den Kalender geguckt und mir ist aufgefallen, eigentlich ist ja nächste Woche wieder Marvel angesagt, ne? Nö. Da drauf die Woche. Das ist die letzte Folge im Februar. Hä? Ja, klar. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, aber warte. Hä, gar nicht? Doch. Nein! 26., 28., 29. ist doch da drauf die Woche noch. Das ist die letzte Woche. Ja, aber die erscheint doch dann da. Die Folge erscheint doch dann am 26. Das ist die letzte Folge im Februar. Hä? Dann ist ja schon März. Nee, wir haben doch immer gesagt, die letzte, also wir haben 1, 2, 3, 4 Wochen. So. Und Februar hat ja mitten in der Woche angefangen und hört mitten in der Woche auf. Ja. Wann war denn, also wir haben ja jetzt quasi zweimal Disney gehabt. Genau. Ja, der Februar ist halt ein kurzer Monat. Wir haben 29 Tage, Schätzelein. Ja, und am 29. Januar kam der erste Marvel-Podcast. Und dann jetzt der 26. Februar ist dann die letzte Folge im Februar. Danach die Woche ist ja dann schon März. Zwei Tage, drei Tage ist dann März. Nein. Doch. Nein. Hä? Aber wir bringen die Folgen doch nicht am letzten Tag des Monats raus, sondern immer montags oder dienstags mal, wenn es sich verschiebt. Ja, das ist richtig, aber wir gucken. Aber es ist nur die letzte Folge im Februar. Richtig, aber wir haben ja auch das letzte Mal haben wir das ja auch geguckt. Haben wir das ja auch geguckt, in der letzten Woche. Und das wäre ja dann quasi nicht nächste Woche, sondern übernächste. Das ist jetzt quasi Zufall, dass halt am 26. Montag sozusagen dann halt, dass dieser Monat nicht komplett die ganze Woche beinhaltet. Wann haben wir denn Marvel geguckt? Hatten wir das montags oder Freitag? Montags hatten wir das geguckt. Ja, ne? Wann haben wir es denn geguckt? Am 22. Januar. Ja, und da hatten wir davor aber dreimal geschaut. Ja, wir hatten am 7., also ja. wir hatten am 1. Januar, am 8. Januar und am 15. und am 22. Januar sind Podcast-Folgen rausgekommen. Genau. Jo, die nichts mit Marvel zu tun haben. Dann am 29. Januar gab es die Folge mit Iron Man und Captain America. Richtig. So, die letzte Folge im Januar war Marvel. Und dann haben wir... Die nächste Folge ist die letzte Folge im Februar. Fühlt sich trotzdem super falsch an. Weil da halt noch so 4 Tage übrig sind. Ja, aber es ist ja trotzdem die letzte Folge im Februar. Die letzte komplette Folge im Februar. Letzte Woche im Februar. Die letzte komplette Folge. Woche. Ja, die Folge kommt im Februar. Die Folge erscheint doch im Februar. Und nicht im März. Boah, das fühlt sich irgendwie voll weird an. Ich sag's, wie es ist. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber es fühlt sich super weird an. Okay, ja, dann wäre es ja jetzt Iron Man und Captain America hat man schon. Iron Man 2 und Thor. Iron Man 2 und Thor, ja, dann let's go. Ja. Ja. Ja, und danach wäre ich dran mit Wählen, richtig? Genau. Was ich gut finde, weil ich habe mir noch gar keinen Kopf gemacht. Und dann diskutierst du jetzt die ganze Zeit. Ja, weil es einfach so weird ist. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Das ist ungefähr genauso weird, als Pauli mich angerufen hatte und gesagt hatte, ja, du hast ja am 26.3. Geburtstag, lass die Woche da drauf feiern. Und ich so, nee, da ist ja April. Bah, ich feiere doch nicht im April.
Ich habe März Geburtstag. Ja, aber dann ist Ostern. Ist mir scheißegal, ob da Ostern ist. Juckten wen? So, na und? Kann ich doch nichts für, dass der Knilch vor keine Ahnung wie vielen Jahren auferstanden ist zu der Zeit. Weißt du, ich bin noch lebend. So feiert mich in der Zeit und nicht irgend so ein Christus, der da irgendwie dachte, boah, nach 3 Tagen Kopf, weil zu viel Wein getrunken, was man von Wasser zu Weinen gemacht hat, stehe ich jetzt mal wieder auf nach 3 Tagen Koma. Dem Osterhasen wird das nicht gefallen. Den Osterhasen brate ich und esse ich ihn. Ist gar kein Thema. Ist gar kein Problem. Dann gibt's bei mir zu meinem Geburtstag einen Hasenbraten für die ganzen Fleischfresser. Oh mein Gott, ich mache mir so eine Torte von so einem toten Hasen. Oder ein toter Jesus-Torte, das wär's auch. Ja. Und dann so Bild für Insta machen und dann so, weiß ich nicht, @katholische Kirche oder so. Ja. Nee, aber das wirkte gerade so falsch, aber ich freue mich ja, dass wir nächste Woche das halt schon gucken. Weil ja. es wirkte halt einfach so, okay, 2 Wochen und jetzt halt wieder Marvel. Deswegen war ich halt so. Wir haben ja drei Wochen jetzt Disney normal gehabt. Oh, du wirst dich so freuen über das danach. Musst du Zeit mitbringen. Zeit mitbringen? Ja. Es sind 3 Filme. Und die werden wir alle 3 gucken. Ja, dann müssen wir auch pünktlich um 21 Uhr dann anfangen an dem Montag. Oder an dem Freitag gucken. Also am 26. gucke ich halt auf jeden Fall nicht. Weil da bin das ich auf. Ist ja noch nicht der 26. Aber Iron Man und so gucken wir meistens am Montag, da ist der 26. Da bin ich auf einer Premiere und zwar für Dune. Ach so, Februar. Oha. Oha, Teil 2. Oha. Ja, ich werde dir berichten. Ja, dann gucken wir das ja dann eh am Freitag. Ja. Ja, dann ist ja. Das sind aber 2 coole Filme. Das können wir dann, also ne, Iron Man und so sind ja coole Filme. Hä? Ach so, hä? Nein, das gucken wir ja. Verwirr mich nicht! Du hast mich verwirrt! Du hast doch gesagt, am 26. ist die Premiere. So. Ja. Und in der Woche gucken wir 3 Filme. Ja, dann gucken wir die am Freitag, an dem 1. März. Nein. Richtig? Nein. Hä? Aber am 26. bist du noch nicht da! Ja. Also gucken wir da nicht am Montag, sondern am Freitag. Aber Freitag geht nicht, weil wir da die ganze Zeit tanzen haben. Glaubst du, dass wir da 3 Filme halt hinkriegen hintereinander weg? Ich glaube nicht. Hä? Ja, wann willst du die sonst gucken? Donnerstag? Einen? Oder stream ich? Einen. Wir können auch Donnerstag alles gucken und Freitag streamst du nach dem Tanzen. Ja, in der Woche ginge das theoretisch tatsächlich, ja. Ha! Aber dann können wir nicht erst um 21 Uhr anfangen. Das ist okay. Ja gut, gucken wir es ja erst übernächste Woche. Ja. So, wir müssen jetzt den Podcast nicht noch unnötig in die Länge ziehen. Was? So. Nein, müssen wir nicht. Ihr habt jetzt über 1 Stunde hier Programm bekommen. Seid zufrieden. Gebt uns 5 Sterne dafür. Die haben wir uns verdient. So. Und, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und vergesst nicht, die 5 Sterne für die Story mit der trunkenen Kiri rauszuhauen. Tschüss. Bye. Tschüss. Watch out for her dark side. Yeah, she got some sharp. I see her for the first time. Never let her out my sight. I just wanna stay up. Look at you all made up. Dirty thoughts are seeping to my mind. I can't wait up. Ooh, she looks so good. Got me straight in the mood. She read that room. She knows just what to do.